Es gibt eine Kategorie an Bizepsübungen, die allen anderen maßgeblich überlegen ist. Welche genau das ist, aber vor allem warum sie so gut ist und wie du sie am besten in dein Training einbauen kannst, erfährst du in diesem Video. Ich habe dieses Konzept vor circa 1,5 Jahren so richtig verinnerlicht und in mein Training aufgenommen und konnte seither aus meiner damals riesengroßen Schwachstelle, dem Bizeps, eine deutlich kleinere Schwachstelle machen. Um das Konzept zu verstehen, musst du zwei Dinge wissen. Erstens ein paar Details über die Anatomie des Bizeps und zweitens aktuelle Ergebnisse aus der Trainingswissenschaft. Zusätzlich erfährst du in diesem Video, wie du die Übung perfekt ausführst, welche Fehler du vermeiden sollst und zum Schluss bekommst du noch konkrete Tipps, wie du das Ganze bestmöglich in deinen Trainingsplan einbauen kannst. Zurück zum Bizeps. Anatomie. Der Bizeps besteht grundsätzlich aus zwei Muskelköpfen, dem kurzen innen und dem langen außen. Und der spannende Punkt, beide sind mehrgelenkig, das bedeutet, sie umschließen und bewegen zwei Gelenke. Beide Köpfe haben ihren Ursprung am Schulterblatt, gehen übers Schultergelenk am Oberarm entlang, über den Ellbogen und setzen am Unterarm am Radius, also der Speiche, an. Dass der Bizeps im Ellbogen beugt, ist wohl den meisten bekannt. Aber da der Bizeps auch übers Schultergelenk geht, macht er im Schultergelenk eine leichte Anteversion, also er bringt den Oberarm nach vorne. Wenn man jetzt also im Ellbogen mit dem Bizeps beugt und den Bizeps auch übers Schultergelenk verkürzt, wird der Arm nach oben gezogen und in dieser Position hier ist jetzt der Bizeps über beide Gelenke maximal verkürzt. Das bedeutet im Umkehrschluss, wenn wir im Ellbogen strecken und den Oberarm hinter den Körper nehmen, ist der Bizeps in dieser Position maximal gedehnt. Jetzt kommt der zweite wichtige Punkt ins Spiel, die Trainingswissenschaft. Mittlerweile ist durch Studien recht eindeutig belegt und in der Praxis bestätigt, dass das Trainieren eines Muskels in seiner vorgedehnten Position deutlich bessere Wachstumsreize auslöst. Um das Konzept in dein Training aufzunehmen und den vorgedehnten Bizeps zu trainieren und somit mehr Gains zu machen, gibt es zwei Übungen, die du kennen musst. Sowohl bei den Curls auf der Schrägbank als auch bei den vorgebeugten Curls am Kabelzug erreichst du in der Ausgangslage eine maximale Dehnung im Bizeps und erreichst somit beim Trainieren den bestmöglichen Wachstumsreiz. Die richtige Ausführung der beiden Varianten ist eher simpel. Bei der Schrägbank-Variante stellst du die Schrägbank so ungefähr 45 Grad ein, nimmst den Sitzpolster auch leicht nach oben, um stabil zu sein und legst dich ganz normal auf die Bank. Jetzt streckst du deine Arme ganz durch, lässt sie schön nach hinten hängen, sodass der Bizeps übers Schultergelenk und im Ellbogengelenk gedehnt wird. Nun beginnst du aus dieser Position ganz normale Curls zu machen. Du ziehst explosiv nach oben und bei der negativen achtest du wieder darauf, in die volle Dehnung zu gehen. Bei der Version am Kabelzug nimmst du den ganz normalen Griff, stellst dich in einem Ausfallschritt hin, um möglichst stabil zu sein und dann lässt du den Oberkörper leicht nach vorne, um auch hier in der Ausgangslage wieder die Dehnung übers Schultergelenk und übers Ellbogengelenk zu erreichen. Um wirklich das meiste herauszuholen, sollst du bei beiden Übungen folgende drei Fehler auf jeden Fall vermeiden. Erstens, zu viel Bewegung im Schultergelenk. Natürlich zieht der Bizeps den Oberarm über Schultergelenk leicht nach vorne, jedoch ist dabei sehr, sehr wichtig zu beachten, dass nicht mit der vorderen Schulter mitgeholfen wird, weil wir wollen ja den Bizeps trainieren und nicht die Schulter. Der zweite häufige Fehler ist, dass viel zu viel Gewicht gewählt wird, das man dann nur noch mit Schwung bewegen kann. Um den bestmöglichen Aufbaureiz zu setzen, ist es einfach wichtig, den Muskel schön zu kontrahieren und auch die negative gut zu kontrollieren und nicht das Gewicht einfach irgendwie mit Schwung und Momentum durch den Raum zu schleudern. Und der dritte häufige Fehler ist es, Curl-Varianten zu wählen, wo du den Bizeps übers Schultergelenk vorverkürzt, wie zum Beispiel beim Konzentrationscurl. Hier hast du nämlich die gegenteilige Wirkung aus der Trainingswissenschaft. Wenn du einen vorverkürzten Muskel trainierst, sind die Gains, also die Wachstumsreize, die du auslöst, einfach weniger. Wie baust du diese Übungen jetzt am besten in deinen Trainingsplan ein? Den Bizeps trainiert man am besten mindestens zweimal pro Woche. Ich wähle für den einen Trainingstag die eine Variante und für den anderen die andere und kombiniere sie dann jeweils noch mit einer zweiten Bizepsübung. Insgesamt sollst du so circa auf 8 bis 20 Sätze pro Woche kommen, die alle möglichst nahe ans Muskelversagen ausgeführt werden. Beim Wiederholungsbereich kann hier alles zwischen 5 und 20 Wiederholungen Sinn machen.
Zu meinen Favorites, zu den anderen Übungen, die ich als Ergänzung in den Plan einbaue, gehören unter anderem SZ-Curls und supinierte Curls mit der Kurzhantel. Und wenn du auch noch mehr zu diesen Varianten lernen möchtest, abonniere diesen Kanal.